6-4. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Mal gucken. Andi, gib mir Bescheid, ob du mich siehst. Also zumindest auf YouTube oder so. Können wir gleich damit beginnen. Wir sind live, meine Lieben. Heute ist Freitag. Friday, Friday. Wir sind happy und wir sind alle ziemlich gut gelaunt. Zumindest den Andi und meine Wenigkeit. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und wir starten heute mit Crypto Friday, Episode 64. Langsam wird es wirklich zum Kult, Andi, nicht wahr? 64 Episoden. Wir haben es nicht mal mitgerechnet, die alten Episoden, die wir damals gestartet haben. Und wir sind ja, ziemlich euphorisch auch, was so im Kryptomarkt abgeht. Es tut sich jede Menge. Hi, Rolling Queen. Wir sind heute sehr, sehr wenige. 8 Zuschauer. Schade, schade. Ich denke, wir haben heute richtig, richtig coole News. Also wir haben erst einmal DeFi-Scams, wir haben Polis, wir haben heute Louis am Start vom Polis-Team, wir haben Snowjam, wir haben Horizon, wir haben Divi, wir haben Wager, wir haben Pivx, wir haben Syscoin, Blocknet, Bitgreen und vieles, vieles mehr. Andy, wie geht's dir? Jo, soweit, so gut. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun. Ich habe vorhin die Nachricht bekommen, dass heute irgendwie Champions League ist. Oh, heute ist Champions League. Barca spielt, glaube ich. Ah, okay. Und Deswegen sind wir heute so das ist wenige. maybe wichtiger wie wir zwei. Und das kann ich auch Das total siehst du. verstehen, dass einige bei schönem Wetter Fußball gucken und wir da heute mal nicht so wichtig sind. Aber ich freue mich, dass einige doch noch zuschauen und Rolling Queen und Andreas. Hi, hi. Ja, schön, dass ihr heute euch heute alle die Zeit nimmt. Wir müssen sehr, sehr schnell die Themen durchmachen, weil wir haben den Louis um 21:45 Uhr. Aber erst einmal möchte ich mich bei jedem Einzelnen bedanken. Wir sind fast bei 2400 Abonnenten. Es fehlen nur noch zwei. Und bevor wir durchstarten, ich würde sagen, ich denke, wir haben uns einen Like und einen Abo verdient und Andreas auch, neben seinem Kanal. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt, weil wir haben richtig, richtig viel auf der Liste. Und ich teile mit euch mal meinen Bildschirm. Und wir starten mal mit Jam. Und ja, ihr könnt es auch heute schon sehen, Bitcoin 11.686 US-Dollar wurde ziemlich, ziemlich stark nach oben gestiegen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hey, DeFi hin und her, es gibt ja aktuell einen sehr starken Hype im DeFi-Bereich. Wir sind ja gestartet damals im Februar, da hatten wir vielleicht eine Milliarde Market Cap. Mittlerweile sind wir über 4 Milliarden US-Dollar an Market Cap, also das heißt, extrem viel Geld geflossen im DeFi-Bereich, also Decentralized Finance. Ich werde zu dem Thema auch viele verschiedene Videos aufnehmen, auch in meinem Kurs. Also deswegen stay tuned. Und es gab einen Token, der nennt sich Jam Token. Und der ist von, wie viel war der Wert, Andi? Glaube ich 120. Warte mal kurz. Gehen wir mal kurz auf Ja, CoinMarketCap. Coin Der Market war wie Cap viel kannst wert? 156 US-Dollar ist runtergegangen. Der ist fast nichts mehr wert. Und da hat sich, und da stellt sich natürlich die Frage, hey, was passiert hier überhaupt? Also wir sehen hier, der Preis ist runtergegangen fast auf 0 Cent. Und es gab eine kleine Lücke im Protokoll, im Governance-Protokoll. Und da ist der Preis von, ja, von einer Stunde auf der anderen, wie du hier sehen kannst, um 4 Uhr morgens direkt runter auf fast auf 0. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Geschichte. Und am 13. August kündigt der Co-Founder an, dass das Protokoll von denen einen Fehler hatte. Und ja, und daraufhin fielen natürlich auch die anderen DeFi-Coins, zum Beispiel Compound. Also sie sind alle so ziemlich gehypt worden. Und ja, sagen wir mal, auf der Jam-Plattform hat man natürlich die Möglichkeit, viele verschiedene Coins zu staken und Jam zu verdienen. Und es wurden zum Glück keine Coins gestohlen. Also das ist schon mal positiv. Und daraufhin hat natürlich der Co-Founder gemeint, hey, wir starten die 2.0 Jam, also diesen 2.0 Token. Also, Andi, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber es ist halt schon ziemlich heftig, was in der DeFi-Welt so passiert. Also, ich meine, das ist schon ein Hype. Man weiß nicht, ob jetzt, sagen wir mal, die Nische irgendwann mal nach oben geht und richtig explodiert oder ja, der Hype irgendwann mal zu Ende ist, wie bei den ICOs. Was denkst du dazu? Ja, also das erinnert ja viele so ein bisschen zurück in die ICO-Phase. Es kommt ganz viel, alles, also viele neue, vor allen Dingen neue Leute in dem im Markt drinne, die jetzt in DeFi, also über DeFi in den Kryptomarkt kommen, also nicht über die Schwelle Bitcoin und Krypto und dann reingucken, sondern viele ganz neue,
war so ein bisschen erschrocken, wenn man so ein bisschen die Tweets liest und Retweets, dass die Leute überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie da quasi haben oder was sie da nicht mehr haben. Und diese Steigerungen, die erinnern ja auch ziemlich an die Steigerung, die wir 2017 hatten. Der YEM-Token ist jetzt mal ein Beispiel dafür, dass das alles noch in den Anfangsschuhen steht. Und es ist ja in sich geschlossene Dinge, die da Geld machen. Ich bin gespannt, wie lange sich das aufpumpen lässt. Ja. Man kann in dem Markt natürlich, oder viele erwarten natürlich jetzt da 500% über Nacht, 1000% über Nacht, 30, 40, 50%. Aber für alle, die schon länger im Markt drin sind, die wissen auch, dass das sich ganz schnell wieder und so schnell, wie es hochging, auch wieder runtergeht. Hier haben wir ein super Beispiel von 120. Es haben ja viele auch den Token gekauft vorher, glaube ich. Und dann, bumm, ist er nichts mehr wert. Ich bin gespannt. Es wird ja, wahrscheinlich beobachtet. Bei 100. Ja, ja. Gestern war auch massives Volumen. Also ich weiß nicht, was da technisch da für ein Bug ist. Aber es ist ein kleiner Codeschnipsel, der das quasi ausgelöst hat. Und das darf auch nie wieder passieren. Aber unregulierter Markt. Das wird doch immer wieder passieren an dir, oder? Ne? Also ich meine, das wird ja immer und immer wieder passieren. Also es ist ja praktisch eine ziemlich neue Nische. Jetzt will jeder einsteigen. Aber ich würde an eurer Stelle, also falls ihr jetzt im Kryptomarkt jetzt ein paar Monate dabei seid, wirklich schaut euch die White Paper an. Hinterfragt euch, hey, ist das Projekt okay? Ist es nicht okay? Weil es kommt wieder der Hype, also wie im Jahr 2017, Andi. Du weißt ja, wie das ist, ne? Da sind die Coins sehr stark nach oben gegangen und da kann man sehr, sehr schnell auch wieder Geld verlieren. Deswegen immer Augen offen halten. Ne? Ich habe da gestern nur eine coole Meme zugesehen. Ah, Bitcoin, Dezember 2017, Transaktionen 20 Euro. Ethereum, Dezember 2020, 35 Euro Transaktionen. Also ich weiß nicht, was Ethereum hat da, ja, wird da gerade zugeschissen, also die Chain, Entschuldigung für das Wort, zugespammt mit kleinen Transaktionen. Und die Transaktionsgebühren, also wer da mal ein bisschen swappt und ein bisschen hin und her macht mit Ethereum, der wird gleich denken, oh Gott, was ist das denn? Wie die Transaktion, 10 Euro kostet jetzt hier irgendwie 8 Euro, 12 Euro, was weiß ich. Wahnsinn, was da los ist. Also die Chain ist einfach so langsam, weil so viel gespammt wird, so viel, und das DeFi-Ding feuert das richtig an. Ja. Definitiv. Aber es wird ja auch coole Lösungen geben, also coole Blockchain-Lösungen, weil wir haben jetzt viele verschiedene Coins, die wir heute unter die Lupe nehmen werden, die sich auf sowas fokussieren, unter anderem Syscoin, unter anderem auch Four. Richtig, richtig coole Projekte. Aber wir sind jetzt auch nicht, sagen wir mal, emotional, was das Ganze angeht, sondern wir sind sehr, sehr rational, weil der Andi, ich meine, du bist ja schon seit 5 Jahren im Business, ich bin schon seit 2016. Also wir sehen das mit ganz anderen Augen. Und deswegen werden wir uns das gleich ansehen. Also ich schließe das mal kurz, also falls es euch interessiert, ich werde den Link mal kurz reinstellen, dann machen wir weiter gleich mit Polis. Wir müssen wirklich Gas geben, ansonsten weiß ich, wo wir heute landen. Also es gibt kurz, sagen wir mal, News zu Polis, die wurden ja gedelistet von der P2P-B2B-Exchange. Die Exchange hat mir sowieso nie gefallen, ist irgendwie so komisch, also sehr viel Fake-Volumen, also da müsst ihr auch aufpassen, also falls ihr bei OffCoinMarketCap geht und ihr seht irgendwie, siebenstellige Volumen, also sagen wir mal 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Volumen bei einem Coin, da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen. Es gibt ja sehr, sehr viel Fake-Volumen bei solchen Exchanges. Also die wurden gedelistet, also ich weiß nicht, bis heute ist es, Andi, oder? Ihr müsst eure... Ich habe keine Ahnung, das ist über Twitter, es war auch kein Richtig. Mensch, der da getradet hat. Die Exchange wollte zusätzliches Budget haben, um Polis da zu lassen, und das macht ja keinen Sinn, wenn es eh keiner nutzt und keiner da tradet. Zudem Richtig. Hat die Exchange, wenn man das ein bisschen googelt, sehr schlechte Reputation, also Darstellung nach außen von der Community, hatten viele Probleme, Auszahlungen oder bei Deposit oder ja, immer nur irgendwelche Probleme, Support-Tickets wurden nicht beantwortet, und dann verliert auch eine Exchange Vertrauen. Und ich finde, kann nicht der Coin dafür verantwortlich gemacht werden, dass da keine Kunden mehr sind. Ja, es ist ziemlich katastrophal, ja. Ist halt so. Ich finde das nicht schlimm, weil es schadet ja keinem, eine Exchange, die nicht genutzt wird. Ja. Richtig. Aber es gibt ja, wir sind ja gerade beim Abstimmen einer neuen Exchange. Also von dem her, Polis wird sehr, sehr bald auf einer neuen, sehr, sehr großen Exchange kommen. Wir sind gerade hier am Überlegen, wo, wie, wann, aber erst einmal müssen wir uns mal mit Olympus beschäftigen, weil in den nächsten
Wochen ist es dann soweit, im dritten Quartal, dann wird Olympus gestartet, das ist ja das neue Protokoll von Polis. Deswegen haben wir auch diesbezüglich den Luis Correa mit am Start, das ist ja der Developer von PolisPay, also der Hauptdeveloper, soweit ich weiß. Und der wird uns später über Olympus ja, also mal ein bisschen näher darüber berichten. Es gibt auch ein DAO-Proposal, also da könnt ihr abstimmen. Es gibt ja zum Beispiel jetzt hier die fünf verschiedenen DAO-Manager, unter anderem der Andi, der ist auch hier dabei. Und ja, es gibt ja beim nächsten Superblock praktisch die 16, wie viel? 5.500 Polis wollt ihr haben? Also insgesamt 16.500 fürs Marketing. Also es gibt ein Market-Making bei vielen verschiedenen Exchanges, damit natürlich ein bisschen mehr Liquidität ins Spiel kommt. Es gibt ja sowieso viele Coins, die sowas machen, an die nicht wahr? Also ich meine, du hast ja auch schon damit beschäftigt. Upsala, ich hatte mich gemutet. Also ja, wer sich damit nicht auskennt, da ist ein cooler Link drin von Hummingbot. Da ist das mal so ein bisschen erklärt. Also das ist eigentlich ein ganz normales Ding. Ich habe das auch vorher nicht gekannt so richtig, was das ist und was das bedeutet. Und ja, es ist einfach, um Liquidität darzustellen, um auch, jetzt hast du dann auch einen langen Link reingepackt. Ja, und da geht es einfach darum, bei dem Proposal, dass der DAO jetzt anfangen kann. Das fängt ja sonst normalerweise an, erst mit Olympus. Und es werden die Funds benutzt, um Partnerschaften einzugehen und um schon anfangen zu können, um zu arbeiten vorab. Und da hat das DAO, also das Team, entschlossen, das zu machen und das zu beantragen für 3 Monate. Ich hoffe mal nicht, dass das 3 Monate durchgeht, dass wir zwischendurch halt wechseln auf Olympus. Das ist nur aus Sicherheitsgründen so reingemacht. Ich hatte zum Beispiel ganz kurz einen Ausschweif. Ich hatte diese Woche, war ich ja spontaneously mit dem Dennis und mit dem Jan, also mit dem Bitcoin-Informanten und mit dem Jan Heinrich Meyer im Interview auf YouTube. Und habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, anderthalb Stunden. Ich bin irgendwie nach einer Dreiviertelstunde damit reingerutscht. Die haben mich angeschrieben, hey, hast du Zeit, bin ich mit rein. Wir werden das auch in Zukunft wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal mehr machen. Wir haben uns mehr über Dash unterhalten. Und da muss man auch mal sehen, zum Beispiel, die haben eine Dash Embassy und da ist zum Beispiel das Funding ausgeblieben jetzt. So, und wenn dieses Büro und die Dash Embassy halt kein Budget kriegt, dann bricht halt irgendwie das Ganze, ist das nicht gut, sagen wir es mal so. Und jetzt hoffe ich drauf, dass da nächsten Monat gewotet wird. Also wer eine Dash Masternode hat, unterstützt die Jungs in Deutschland. Die machen eigentlich einen coolen Job. Ich verstehe gar nicht, warum die da das Proposal nicht bekommen. Und dafür macht man halt auch Proposals langfristig über 3 Monate, über 6 Monate, damit man auch ein bisschen planen kann als Projekt. Ja. Ja. Also unterstützt ja, alle eure Projekte, DAO-Projekte, egal bei wem, stimmt mit ab, helft dem Team, weil kein Budget, kein Listing, kein Nix, kein gar nichts, kann nichts passieren. Alle pfeifen aus dem letzten Loch, dann können alle klatschen. Ja, ich meine, ist ja relativ einfach. Also man kann jetzt zum Beispiel in der Polis Wallet, da kann man direkt abstimmen. Also es gibt ja diesen Tab Masternodes, also ihr klickt drauf und ihr könnt dann direkt abstimmen. Also es ist relativ einfach. Oder Governance ist es? Sorry, es ist Governance-Tab, sorry. Und ihr klickt einfach auf Ja, Nein oder Abstain und das war's. Also da stimmt ihr ab. Ist ja wie bei einer normalen Wahl, nur dezentralisiert. Da gibt es noch was, und zwar, es gibt bei der Roadmap noch dieses OTC, also morgen wird das Ganze noch, sagen wir mal, ein bisschen mehr Gestalt annehmen. Also es gibt die Möglichkeit, dann auch Polis außerhalb der Exchange zu kaufen. Also wenn es dich dann interessiert, dann kannst du entweder den Andi oder meine Wenigkeit anschreiben, dann kriegst du deine Polis. Und dann lass uns weitermachen, und zwar PolisPay, es wird ja demnächst eine neue, sagen wir mal, eine neue App, also eine neue Version davon geben, 9.0. Wird richtig spannend, weil es wird dann neue, beziehungsweise wir haben viele Probleme gehabt mit den Coins, zum Beispiel bei Rapids, da wollte man letztens die Geschenkgutscheine einkaufen, dann ging es nicht, dann musste ich wieder den Luis anschreiben und so weiter. Deswegen, es wird bei der 9.00 Version ein bisschen besser sein. Und Andi, du kannst auch noch was dazu sagen und dann können wir gleich weitermachen mit dem nächsten Coin, weil der Luis wird sowieso dabei sein. Richtig, der Luis kann das nachher selber erzählen. Also ich weiß nur, bei Rapids gab es halt massive Probleme mit irgendwie Forks wieder und Connecten des Block Explorers. Das passiert immer mal. Das ist ja dann auch ein Problem, was der Coin an sich hat. Das gibt es bei einigen Projekten, Wallet-Updates und so weiter. Es bleibt halt nicht aus. Ja? Dann ist halt etwas manchmal nicht verfügbar. Aber das betrifft ja auch Exchanges. Wenn ein Update kommt, dann ist halt Pause. Allerdings. Ja, lass uns mal zum nächsten Thema wechseln, weil unsere Zeit fliegt. Richtig. Es bleibt extrem spannend bei Polis. Also demnächst kommt dann
das Olympus-Protokoll. Wir lassen, ja, wie gesagt, ihr bekommt dann die neuesten News sowieso vom Luis nachher. Dann lass uns weitermachen mit Snow Jam, weil, ja, da gibt es richtig, richtig coole News. Und zwar endlich ist es denen gelungen, die ganzen Verträge bzw. die Abmachungen mit den Mastercard-Shareholdern abzuschließen. Weil, falls ihr nicht wissen solltet, es gab ja so eine Art Abmachung, weil die Snow Jam Foundation, die wurde zu 40% aufgekauft von den Mastercard-Investoren. Heißt also in dem Sinne, die bemühen sich jetzt, die haben eine PR-Abteilung, die haben einen Buchhalter für jegliche Transaktionen. Also das heißt, die Jungs machen da wirklich einen sehr, sehr sauberen Job. Wir werden mal sehen, was da demnächst passiert, weil am 1. September, dann soll es soweit sein, dann wird die Mastercard-Implementation in der Bitfrost-App zu sehen sein. Das heißt, die ersten 100 können dann die Mastercard testen. Die Limits sind relativ in Ordnung. Also da könnt ihr wirklich $1,000 am Tag ausgeben. Ist gar nicht mal so schlecht, weil es sind insgesamt 30.000 im Monat. Also ich meine, da muss man schon ein bisschen was verdienen, um die 30.000 auszugeben. Wie gesagt, da gibt es ja die Company, die wird sich dann um PR kümmern. Also das heißt, um die Marketingkampagnen. Dann haben sie natürlich auch genug Budget, um dann praktisch das Ganze zu pushen. Und die Mastercard Partner Identity, also ich habe den Jakub mal gefragt, hey, wie sieht's aus? Gibt es dann Q&A-Sessions? Der meinte, ja, es gibt demnächst Q&A-Sessions mit dem Mastercard-Holder, praktisch mit dem Mastercard-Shareholder, meine ich. Und da könnt ihr jegliche Fragen stellen. Es gibt sonst noch was, und zwar die 007-App. Ich weiß nicht, ob das hier zu sehen ist. Nee, ich glaube in Discord. Also es gab ja keinen Zugang für die Apple-Nutzer, also für die Mac-Nutzer, nicht Apple. Apple-Nutzer, richtig, für die iOS. Und ja, es wurde dann freigegeben. Also das heißt, falls du dann praktisch ein iOS-Gerät haben solltest, dann kannst du halt direkt die 007-App herunterladen, weil es gibt ein USDT, also Tether-Support, und BUSDT, also das ist ja gedeckt, USD-gedeckt, also es ist ein Stablecoin, was von Binance und Paxos kommt. Und der Swap-Support funktioniert, also das heißt, du kannst jetzt schon anfangen, deine Coins zu swappen auf der Bitfrost-App. Das kannst du dir herunterladen, da gibt es die Links dafür. Ich habe jetzt Discord nicht offen, aber Andi, hast du die Links vielleicht dafür? Für? Die Links für Snow Jam, also praktisch für die Bitfrost-App, falls nicht, also ich... Nee, habe ich nicht da. Okay, also falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet zu dem... Also es ist ein relativ spannendes Projekt, also ihr könnt eure Coins schon swappen bzw. auch schon einkaufen und Snow Jam weiterhin auf Erfolgskurs, also der Coinpreis mittlerweile schon über 520 Satoshi. Wir haben uns ja vor mehreren Wochen schon unterhalten gehabt, hey, wie sieht es aus mit dem Projekt? In meinen Augen noch relativ unterbewertet, noch kaufbar die Masternode, und ich würde mal sagen, am 1. September ist dann soweit, in 2 Wochen, dann kommt die Beta-Phase von der Mastercard und dann können wir die schon testen. Und ich freue mich schon drauf, weil ich mache dem Jakob mächtig Druck, weil ich sage, Jakob, ich will die Karte haben. Schick sie mir in die Domrep. Ich will sie nutzen. Ich habe schon einige Masternodes von Snow Jam am Start. Deswegen denke ich, ja, das Projekt hat definitiv Potenzial. Schaut es euch an in der Repo, also im GitHub. Da seht ihr auch, dass da extrem viel gearbeitet wird, auch von den Entwicklern her. Also die haben schon wirklich was drauf. Und deswegen... Es ist auch so ein Projekt, das ich auch unterstütze. Ich unterstütze keine Scam- oder Hype-Projekte. Und das war es an sich. Snow Jam, schau es dir an. Relativ spannendes Projekt. So mehr oder weniger wie Polis mit der Polis-Map, non-custodial. Da könnt ihr eure Coins halten. Ist alles ziemlich, ziemlich gut gestaltet. Das ist der Link dafür. So, es gibt eine Frage von Technik Center Deluxe Service. Wie werden eigentlich die Validatoren zukünftig vergütet? Jemand mit 100 Polis und mit einer 20.000 Polis, also es gibt 128 Masters pro Validatoren unter Olympus, kann ein User auf einem Server betreiben. Andi, vielleicht kannst du die Frage beantworten. Du siehst ja die Frage hier, ne? Da kann ich gleich weitermachen. Also ich versuche das mal, weil ich die Frage nicht so richtig verstehe. Aber ist es so richtig? Also es wird pro Validator vergütet. Wir haben heute irgendwie, glaube ich, 8.000 Nutz und haben dann quasi theoretisch 80.000. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. 80.000. Allerdings wird es so sein bei Olympus, dass es ja Proof of Stake komplett wegfällt. Das heißt, 80% des Block Rewards gehen zu Validatoren und 20% gehen ins DAO. Das DAO ist aufgeteilt in drei Abteilungen. DAO Manager,
Community und Backup Fund. Und die 80% des Block Rewards gehen zu Validatoren. Das heißt, ich glaube, dass es mehr werden wie 80.000 Validatoren. Wir haben aktuellen Coin Supply von, glaube ich, ein bisschen über 11 Millionen. Also Circulation Supply, also der Umlauf, das können wir uns gleich ansehen, ne? Umlaufvermögen. Die API von Masternodes Online stimmt nicht. Da sind 1,2 Millionen Coins zu wenig. Wir haben 81,9. Supply steht da 9,8 Millionen, aber wir sind bei 11. Wir haben schon E-Mails geschickt, warten auf ein Update. Also der aktuelle Supply, seht ihr auch im Wallet, ist 11 Millionen. So, das bedeutet, dass dann, sagen wir mal, 11 Millionen Coins im Umlauf sind und sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie viele, 10 Millionen Coins. Das heißt, wir haben 100.000 Validatoren online. Bei einer Blockzeit von 30 Sekunden, also es geht von 120 Sekunden auf 30 Sekunden runter, aber der Reward wird weiter hoch, weil jetzt haben wir ja, glaube ich, 72% Masternode Reward, 80% Staking fällt weg. Im Prinzip bedeutet das, ich sage es mal so, dass im Prinzip der Output genauso bleibt ungefähr, wie er jetzt ist. Also diese, ich weiß gar nicht, was man jetzt kriegt, 9, irgendwas Polis, alle 11 Tage oder so. Ne? Und was dann aber passiert, ihr kriegt dann alle 4 Tage, also nicht alle 4 Tage, 11 durch 4, weil die Blockzeit ja geviertelt wird. Also ihr kriegt die Rewards kleiner, aber öfter. Also ein Validator kriegt die dann kleiner, aber öfter. So, ich hoffe, ich habe das konnte das beantworten. Ja, das denke ich ziemlich so. Das heißt, genau. Das heißt, du kannst, wenn du 12.800 gelockt hast, ja, dann hast du einen Server quasi voll und müsstest noch einen zweiten aufsetzen mit dann 7.200 Coins. Hast dann 2 Server laufen mit 20.000 Polis drauf, hast dann 200 Validatoren laufen. Genau. Ja, wir werden sowieso noch neue Videos, also gemeinsam werden wir sowieso noch neue Videos machen, Andi, deswegen. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter mit der Horizon Lambo Registry. Das ist ja schon mal was Geiles, ne? Nee, es gibt, also im Prinzip ist das ja immer wie eine Lotterie, Technik Center. Es gibt keinen Vorteil für jemand, der, also es gibt keinen Unterschied. Nur, dass der eine, der 100 Polis hat, halt einen Validator hat und der 20.000 Polis hat, der hat halt quasi 200 Tickets im Netzwerk und der andere nur eins. Das heißt, der kriegt 200 Mal die Vergütung für einen Validator, der andere nur einen. Mhm. Gibt aber keine höhere Vergütung, umso mehr Coins du hast, weil sonst bist du ja, saugst du ja, ist das ja eine ungerechte Verteilung. Das heißt, reiche Leute kriegen mehr Rewards. So ist es, ja. Andi, lass uns weitermachen mit Horizon, würde ich sagen, oder? Genau. Was ist bei Horizon passiert? Lass mal gucken. Oh ja, ich habe mich schon wieder gemutet. Lambo, es ist endlich da, es ist soweit. Emanuele, du kannst jetzt dein Lamborghini in der Blockchain registrieren. Also, Horizon hat es geschafft, einen öffentlichen Demo-DAP-Zugang zu machen, eine dezentrale App, wo ich mein Lambo, aber auch mein Fiat und auch mein Trabant oder meinen alten Mercedes eintragen kann. Es geht darum, quasi wie eine Grundbucheintragung, aber für das Auto, dass ich Daten anonym, aber dezentral und öffentlich ins Netzwerk schreiben kann, dass ich Besitzer eines Fahrzeugs bin. Und sie haben da auch mehrere Punkte, also Produktionsdatum, Seriennummer, bla bla blub, das kannst du alles eintragen. In Zukunft auch mit anderen Assets möglich. Es ist im Prinzip auf der Sidechain. Und sie wollen den Leuten ermöglichen, quasi, ja, ich nenne es mal Logbucheinträge zu machen. Und sie haben angefangen, das mit Autos zu ermöglichen. Auch da wird es später möglich sein, Autos zu registrieren, Autos abzumelden, Autos zu übertragen, Autos zu kaufen, Autos zu verkaufen, zu den Preisen, alles mit Zen, alles mit Horizon möglich. Und im Discord hilft man auch gerne, da das Auto zu registrieren. Im Prinzip jetzt ein Testlauf. Ich finde das eine ziemlich coole Sache, dass man jetzt Assets quasi dezentral speichern kann. Gerade, Stall und sowas macht es dann total uninteressant. Sollte sich das wirklich mal weltweit ausbreiten, weil dann weiß ja jeder, ja, das Auto kannst du jetzt aber nicht, ja, da ist hier und so. Also, coole Sache eigentlich. Und der erste Start von Horizon, die Sidechain richtig zu nutzen.
Ja, das war es im Prinzip bei Horizon. Das ist definitiv ein cooles Projekt, Horizon. Also man muss sich da schon ein bisschen damit beschäftigen, weil das, denke ich mal, auch kein so Projekt, das man in 5 Minuten durch hat. Aber, ich denke, das Projekt hat ziemlich, ziemlich viel Zukunftspotenzial. Aber alle Achtung, ich halte keine Horizon und denke nicht, dass ich das pushe, weil wenn ein Projekt gut ist, dann sage ich, es ist gut. Wenn ein Projekt schlecht ist oder Scam ist oder Hype ist, dann sage ich das auch. Also von dem her, schaut euch das Projekt definitiv mal an. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter mit dem nächsten Coin, weil ja im Bereich, sagen wir mal, zum Thema Divi tut sich jede Menge. Und Nick, also der Co-Founder von Divi, die CIO, der meinte, dass Staking Vault demnächst fertig ist. Und Staking Vault, das werde ich dir gleich erklären, was so dahinter steckt. Erst einmal, es war eine richtig, richtig gute Woche für Divi, weil ja, wir haben eine Best-Performing im Masternode in der Woche 32 mit 33% Wachstum. Alle Achtung, das ist ein richtig, richtig starkes Projekt in meinen Augen. Und die wurden auch von Omni Analytics, also wir sehen jetzt hier zum Beispiel Omni Analytics, ist das praktisch so eine Analyse, ja, so sagen wir mal, eine Seite, die vollkommen oder praktisch alles analysiert im Bereich Traffic, im Bereich Kommentare, im Bereich Social Media, im Bereich Preisentwicklung, Volumen und, und. Und sie haben jetzt insgesamt 5 verschiedene Coins mit auf der Liste genommen. Das heißt einmal DB, Energy, Zcoin, Syscoin und Dash. Also es sind die 5. Und wenn jetzt schon so eine Analytics-Seite sich 5 Coins anschaut, dann würde ich mal vorschlagen, wenn ihr jetzt noch keine Masternodes habt und ihr wollt wirklich stabile Masternodes haben, dann schaut euch mal erstmal die Zahlen an. Zahlen, Daten und Fakten. Omni Analytics Group ist eine richtig, richtig gute Seite. Ich weiß nicht, Andi, wie du das siehst, aber ich mag die auf jeden Fall. Die analysieren sehr stark. Und jo, lass uns weitermachen mit Divi. Und zwar, die Entwickler, die arbeiten sowieso jederzeit an der Divi-App. Also das heißt, die Divi-App wird in meinen Augen, ja, sagen wir mal, ziemlich alles in den Schatten stellen. Warum? Sie haben erst einmal die Genehmigungen, weltweite Transaktionen zu tätigen. Ich habe mir jetzt absolut alle Dokumente angeschaut. Die sind in Costa Rica registriert, können Finanztransaktionen tätigen, haben Redivi, und Redivi ist so mehr oder weniger das Pendant zu Western Union und Co. Das heißt, die wollen praktisch gegen den antreten. Das heißt, und sobald halt eben die App rauskommt, sollte diesen Monat normalerweise stattfinden, dann können wir die im vollen Umfang nutzen. So. Aber jetzt wird es spannend, weil wir haben Staking Vault und wir haben jetzt zum Beispiel das Wallet von Divi. Ja? Und wir brauchen jetzt mindestens 10.000 Coins, damit wir staken können. So. Mit dem Staking Vault wird es aber richtig interessant, weil das Feature wird hinzugefügt bei der neuen App, also praktisch von der neuen Desktop Wallet. Und da können wir mit absolut jedem Betrag praktisch staken. So, was passiert? Das wird dann direkt mit dem Remote-Server verbunden. Das heißt also, wir müssen nicht unsere App oder praktisch unsere Desktop-Wallet offen halten. Wir schicken die Coins zum Staking Vault, aber alle Achtung, das ist dezentral und unsere Funds bleiben bei uns komplett. Also, das heißt, es ist sicher. Das ist praktisch wie Cold Staking, ne? Und ich finde es richtig interessant, weil jetzt gibt es da noch nicht so die Möglichkeit, so richtig gut zu staken. Mit dem Staking Vault wird es richtig, richtig spannend. Und das ist fast fertig. Ich habe mich mit dem Nick ein bisschen unterhalten, sage, hey, wann ist es soweit? Der hat gesagt, wir sind fast fertig. Wir launchen das jetzt, ne? Und ja, ich denke, das ist schon etwas ziemlich Spannendes. Warum? Weil es gibt ja viele Leute, die wollen jetzt staken zum Beispiel. Und die wissen nicht, wie das geht mit dem Server aufsetzen und tralala, und das ist immer so große Hürden, ne? Und deswegen mit dem Staking Vault, das ist direkt in der App drin. Die Leute können die Coins einfach in der Wallet drin lassen und schon fängt es an zu staken. Richtig, richtig coole Sache. Und was haben wir noch? Was haben wir noch zu Divi? Ja, stimmt, wir haben eine extra Lösung, und zwar, das ist eher eine zentralisierte Lösung, und zwar, das nennt sich Divi Go. Und die sind ja mit denen eine Partnerschaft eingegangen, auch mit WhatsApp, ne? Und das ist eine Channel-Partnerschaft. Und ich werde dir mal gleich erklären, wie das funktioniert. Und zwar, Divi ist ja damals gestartet. Man konnte jetzt
praktisch via SMS die Wies versenden. Okay, man hat die Nummer eingegeben und somit wie PayPal eben, ne? Also via E-Mail und so weiter das Ganze zu versenden. So, die wollen es aber ein bisschen anders machen und zwar den Leuten sehr bald attraktive Lösungen anbieten. Und zwar, dass sie eine 4-Tiers-WhatsApp-Partnerschaft haben. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel den Usern praktisch mit einer Nummer, wenn sie DiviGo nutzen, selbstverständlich, Divis versenden. Dann gibt es dieses DiviGo-Request, also das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, wo haben wir das? Hier. Wir haben das DiviGo-Request, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, Andi, ich möchte, dass du mir 2000 Divis schickst. So, ich schicke ihm das und er bekommt die Anfrage. Und dann hat er die praktisch die Adresse und so weiter und dann kann er mir die Coins zusenden. Kann auf jeden Fall spannend werden. Dann haben wir noch die WordPress-Integration. Also das heißt, wenn du zum Beispiel einen E-Commerce-Store betreibst und so weiter, dann kannst du die WordPress-Integration mit DiviGo dann nutzen und eben, sagen wir mal, Divis als Coin, sagen wir mal, akzeptieren. Richtig spannende Geschichte, weil wir haben dann noch, das kleine KYC, das muss ja dann so oder so dann gemacht werden, wenn wir Banktransaktionen bzw. IBAN-Transaktionen tätigen wollen, weil es geht alles über die DiviGo-App. Das wird ziemlich spannend, weil das wird dann direkt mit ReDivi verknüpft, also connected. Heißt also in dem Sinne, dass wir dann eben IBAN-Transaktionen tätigen können. Das kommt dann demnächst raus. Aber ich muss dann nur noch erwähnen, dass das Ganze zentralisiert ist. Also das heißt, wenn du sagst, hey, zentralisierte Geschichten, ich weiß nicht, also die sind jetzt direkt verbunden mit dem Divi-Team und das sind natürlich Sicherheitsmaßnahmen dabei, wie zum Beispiel Two-Factor Authenticator, die haben starke Sicherheiten eingebaut. Dann haben wir noch ein DiviGo Referral Program, also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden das Ganze weiterempfiehlst, kannst du halt noch ein paar Divis dazu verdienen. Und was haben wir noch? Ja, stimmt. Dann haben wir noch das Staking. Also das heißt, man kann über DiviGo direkt staken. Die Sache ist, dass man nicht direkt einen Stake kriegt, weil der Stake ist, glaube ich, 456 Divis. Das wird dann proportional aufgeteilt. Wenn du zum Beispiel 10.000 hast, dann kriegst du so und so viele Coins als Stake. Also es wird dann proportional aufgeteilt, basierend auf die Coins, die du halt eben stakest auf der DiviGo-App. Wie gesagt, ist zentralisiert, müsst ihr immer aufpassen in solchen zentralisierten Geschichten, aber den Menschen gefällt es. Und ja, also falls ihr da irgendwelche Fragen dazu habt, da könnt ihr gerne die Fragen reinstellen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst und dass du dir unseren Livestream anschaust. Andi, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen möchtest bezüglich DiviGo, bezüglich Divi. Praktisch, ich möchte dir sagen, dass wir noch 9 Minuten haben. Okay, dann würde ich sagen, dann, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben oder dem Andi. Unter diesem Video findest du natürlich all unsere Kontaktdaten. Lass uns weitermachen mit Wager. Wir waren ja sowieso schon dabei, ne? Ja, ich muss ja hier nur kurz, ich hoffe, ich kann das hier im Chat alles beantworten. Wager hat, da sind wir wieder bei der Champions League, wie am Anfang. Hat eine Bounty ausgelobt, gibt 10.000 Coins zu gewinnen, wenn ihr auf Champions League Spiele wettet mit mindestens 1.000 Wager, könnt ihr dann zusätzlich nochmal euren Gewinn verzehnfachen, egal ob ihr gewinnt oder verliert. Also Wager weiterhin stark, ich habe die Vergleiche gesehen, da nochmal auch preislich, was das Wetten auf anderen Seiten kostet. Also Wager, absoluter Underdog anscheinend und viel, viel Traffic auf der Plattform, auch seitdem Sport wieder online ist. Also für alle, die irgendwie sich mit Betten beschäftigen, sollten vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Das ist geil. Deutsche und englische Sprache. Werft mal ein Ei drauf. Werft mal ein Auge drauf. Ansonsten für alle, die Wager wetten, alles Gute für Barca heute, denke ich. Die spielen ja, vielleicht kann uns Luis da was sagen, dann nachher noch. Genau. Ziemlich spannendes Projekt, ne, Andi? Also ich meine, Wager hat sich sehr gut gehalten seitdem. Also die sind jetzt nicht so stark gewachsen, aber langsam, leichter Aufwärtstrend zu sehen. Also ich wette diese Woche, glaube ich, auch Spaß mal ein bisschen, weil da sammeln sich sowieso immer die Rewards an. Da kann man die mit den Rewards auch spielen. Macht ziemlich viel Fun. Schaut euch das Projekt an. Die haben sehr, sehr viel vor. Und lass uns weitermachen mit Pivix, würde ich sagen, Andi. Ja, bei Pivix. Mensch, was für ein interessanter Artikel mal aus dem Crypto-Space. Da geht es im Prinzip darum,
wie wir uns alle eigentlich aufhalten mit dem Internet, dass der Durchschnittsuser pro Tag 7 Stunden am Internet sitzt, egal vorm Handy oder vorm Desktop oder wie auch immer. Und im Prinzip mittlerweile 30-40% unseres Lebens im Internet verbracht werden. Und ich finde den Ansatz halt ganz cool, dass auch der Weg des Arbeitens in Richtung Internet mehr geht, dass 30% der Lebenszeit halt so viel im Internet verbracht werden, aber es noch so wenig Jobs gibt und so wenig Möglichkeiten und sich das halt weiterhin ausbaut und die Menschheit in der Vergangenheit sehr viel physisch arbeiten musste, also bauen, streichen, was weiß ich, diese ganzen handwerklichen Sachen, die wird es immer noch geben, aber in der Zukunft wird wahrscheinlich der Mensch mehr vorm Computer oder vor Maschinen Programmierung benutzt, um das gleiche Ergebnis zu bringen. Klar, Automatisierung, die Industrie entwickelt sich. Und da sind halt so ein paar Tipps drin, dass man auch bei dezentralen Projekten im Crypto-Space natürlich auch einen Job, dass sich da Jobs bilden durch Governance, durch Ausschreibungen und dass diese Infrastruktur der Kryptowährung halt natürlich gezielt auf PIVX auch Jobmöglichkeiten bieten und da auch immer wieder Angebote sind. Es sind auch coole Tipps, scroll mal bis nach ganz unten. Das könntest du ja mal gucken, ob du das einhältst. Ganz nach unten, weiter, das ist so ein Punkteplan. Also wer viel vorm Computer sitzt, der sollte doch bitte 15 Minuten Pausen nach einer Stunde Computer machen. Machst du das denn? Manchmal. Das sind vielleicht zwei, drei Stunden. So, dann musst du deine Farben, also deine Helligkeit komplett nach unten stellen, damit deine Augen nicht so Dings sind, nicht so ja, beansprucht werden. Dann gerade sitzen, dass dein Rücken gerade ist. Dann ja, vorm Schlafen gehen eine Stunde kein Computer an und auch kein Telefon. Also da sind ein paar Sachen drin, wo ich wirklich sage, oh, da kann man sich auch mal selber vielleicht erwischen, so wie... Ich freue mich, das surft der Internet unnecessarily, ne? Also, cooler Ansatz. Sollten sich vielleicht die einen oder anderen, die auch einen ganzen Tag mit Krypto zu tun haben oder viel im Internet sind, mal mit, mal zu Herzen nehmen. Da zählt alles mit dazu. Handy, Internet, Netflix gucken, Amazon Prime, dass wir ja nicht nur eine Werbung machen. Alle mit dazu. Cooler Artikel. Genau, ja, und dann mache ich gleich mit dem... Cooler Artikel. Ja, mit weil wir haben ja... Ist schon 39. Hau mal den nächsten raus, weil der Louis sitzt ja hier schon bei uns. Ja, aber wir haben ihm gesagt, Captain 45, ne? Ja, ja, deswegen, lass uns kurz weitermachen. Ja, voll frei mit Syscoin, weil Syscoin ist eine Partnerschaft eingegangen mit der Blockchain Foundry und ja, die werden dann praktisch die Ethereum Bridge nutzen, was natürlich richtig interessant ist. Also das heißt, im Syscoin-Netzwerk wird BUSD, also wir haben uns ja schon vorher darüber unterhalten, BUSD ist halt ein Stablecoin, gedeckt auf Paxos und Binance. Und auf der Syscoin Bridge können schnelle, skalierbare Transaktionen mit, ja, zumindest auch sehr günstige Transaktionen vorgenommen werden. Weil wir sehen zum Beispiel im Bitcoin-Netzwerk, Ethereum-Netzwerk, wir zahlen $5, $10 für eine normale Transaktion. Und ich denke, das ist nicht nötig. Und jeder will halt natürlich schnelle Transaktionen vornehmen, weil wenn ich jetzt dem Andi eine Bitcoin-Transaktion schicke, wenn ich Pech habe, kriegt er die Transaktion nach 2, 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Stunden und keiner will 10 Stunden warten heutzutage. Ne? Und dann haben wir auch eine neue Partnerschaft auch mit Matic, also wenn ich jetzt weiter runter scrolle. Beide Networks bieten skalierbare Blockchains, Lösungen für Ethereum-basierende Tokens und DApps. Also das heißt, man kann darauf DApps bauen und ist natürlich sehr spannend, weil Matic ist auch ein relativ cooles Projekt und die fokussieren sich eher auf Smart Contracts, also skalierbare Smart Contracts und Syscoin fokussiert sich eben auf skalierbare und schnelle Transaktionen, CFO und so weiter für Token und Assets. In meinen Augen Syscoin ein sehr starkes Projekt. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten unterhalten gehabt, als Syscoin damals noch bei 3.000 US-Dollar war. Mittlerweile sehen wir Syscoin nicht unter 10.000 oder 9.000 US-Dollar pro Masternode. Also richtig, richtig gutes Projekt. Die Jungs wissen, was sie tun. Ich bin sowieso mit den Jungs in Kontakt. Vielleicht werden wir den Sebastian mal im Interview mit dabei haben, im Crypto Friday. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Andi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Syscoin hat richtig, richtig gut performt. Jo, ich bin ja schon wieder nebenbei am Chat schreiben. Ja, Syscoin hat sehr, sehr gut performt. Ist auch ein sehr altes Projekt schon. Ja. Was die Jungs da abliefern, seit auch schon auch im Bärmarkt. Echt cooles Projekt, ja, kann man nichts gegen sagen. Richtig.
Jo, ansonsten gleich machen wir weiter mit Blocknet. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt einfach los. Wir sind da für euch und der Luis ist sowieso in 5 Minuten da. Von dem her können wir gleich weitermachen mit ihm. Aber Ja, lass yeah, uns Louis, erstmal. 5 minutes we need to finish the German language, so don't worry. Ja, so, da ist ein Blocknet-Update mal wieder. Mandatory nur für Block.tx-Nutzer und ServiceNode-Nutzer. Würde aber trotzdem jeden raten, der auch staked, da dann kurz langfristig abzudaten. Es gibt ein paar Updates im Wallet auch, um das zu sehen. Jetzt mal die Inputs. Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, dann wissen die, die Blocknet-Wallet haben, noch ein Stück weiter. Was da jetzt neu ist, das gab es nämlich vorher nicht. Man sieht die Inputs, man kann Coin Control aktivieren und natürlich vorbereiten auf XBridge und XRouter für die Light-Klienten alles schon installiert. Es gab ansonsten ein bisschen Tumult im Discord. Da gab es ein bisschen Auseinandersetzung zwischen den Developern, weil da Zahlungen ausblieben vom Governance. Da muss irgendjemand dagegen gewotet haben, gegen das Dev-Governance. Diskussion kann ich jetzt so zu 100% nicht wiedergeben. Sollte jeder mal gucken, was da in Discord los war. Das ist allerdings jetzt schon 1,5, 2 Wochen her. Und der Preis hatte auch ein bisschen reagiert von Blocknet. Aber anscheinend hat sich alles wieder eingerenkt und alle haben sich wieder im Griff. Manchmal müssen ja wie gesagt, die Stiere auf die Weide, müssen sich kurz mal austoben und dann geht es wieder weiter. So sieht es zumindest da aus. Nach dem Sturm kommt die Ruhe, ne, Andi? Ja. Lass uns kurz weitermachen mit Fonds, weil ich habe mich mit Thomas unterhalten. Das ist der CEO, nicht CEO, CIO, sorry. Und die Jungs, also ganz ehrlich, die arbeiten mit Hochtouren am neuen Marktplatz, beziehungsweise an Synapse. Also es gibt da von papercoins.co.uk, gibt es da so praktisch eine Übersicht von dem, was Fonds macht und was sie so getan haben in letzter Zeit. Aber was ich dir sagen möchte, ist, Fonds ist ein ziemlich, ziemlich unterbewertetes Projekt und ich werde dir auch gleich ein paar Gründe nennen, weil ich habe mich mit dem Thomas unterhalten, das ist ein Teammember von Fonds. Und zwar erst einmal, Fonds ist der praktisch wie Syscoin. Die bieten schnelle, skalierbare Transaktionen und darauf kann man dann später Smart Contract und DApps bauen. Was natürlich richtig interessant ist, sie bauen ja gerade Synapse, okay? Das wird in den nächsten Monaten rausgebracht. Und mit Synapse, da haben die Ethereum 2.0 Entwickler, da müsst ihr euch erstmal vorstellen, was so gerade passiert in dem Bereich. Also es ist ein bisschen technisch, aber die Leute, also die Entwickler, die an Ethereum 2.0 arbeiten, die haben einen Code, einen Teil vom Code von Fonds also ist er praktisch geklaut in Anführungszeichen. Das ist ja eh Open Source, aber das zeigt natürlich, dass die Fonds-Jungs wirklich was drauf haben. Das ist erstmal das hier. Und laut den Fondsentwicklern, klar, die sagen, hey, wir sind überlegener als Ethereum 2.0 und die wollen sich natürlich eben auch positionieren im E-Commerce-Bereich, weil die bieten ja auch schon ihr Marktplatz an. Natürlich hat es noch kleine Kinderkrankheiten, aber ich denke, das ist ein Milliardenmarkt. Also wir haben praktisch eine richtig, richtig coole Nische. Und es gibt ja an sich ja nicht so viele dezentrale Marktplätze. Deswegen denke ich, dass davor sich auf jeden Fall eine coole Nische ausgesucht hat. Und was noch richtig, richtig spannend ist, und zwar der CEO Mike, mit dem wir uns letzte Woche unterhalten haben, der hat damals, also der ist Co-Founder von einer Firma gewesen, und der hat die Firma Jahre später für 660 Millionen US-Dollar verkauft. Heißt also, der ist einfach abgesprungen von der Firma, die er co-gründet hat, und ist direkt zuvor gegangen, weil er ein ziemlich starkes Potenzial gesehen hat. Also eine Person, die Multimillionen US-Dollar verdient hat mit einer Firma, der dann praktisch anfängt, als CEO dann zu arbeiten, für Fonds, dann denke ich, dass da wirklich Potenzial dahinter steckt. Aber ihr müsst ja euch selbst auch eine eigene Meinung bilden. Von dem her. Und die haben noch eine ziemlich, ziemlich spannende Revenue Stream, also Einkommensstrom. Und zwar, die haben jetzt paar verschiedene Entwickler und die werden dann auch eingespannt für andere Projekte. Also andere Projekte wollen, dass sie weitergeholfen werden, also von den Fondsentwicklern. Also das heißt, die bezahlen Unsummen dafür, dass praktisch die Fondsentwickler für andere Projekte arbeiten. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also und alle Verdienste, die sie praktisch haben für das Developen von anderen Coins, wird direkt in Fonds weit investiert. Also das waren die Worte vom Thomas. Und
Die werden in den nächsten Tagen auch Fuß fassen in der DeFi-Welt, genauso wie es Divi macht, auch mit der Wrapped-Version, also mit dem eDivi, wird das Fonds genauso machen, weil die natürlich sehr, sehr viel Potenzial sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was so mit Fonds passiert. Die haben richtig gut performt in den letzten Tagen. Also wir sehen, der Mast kostet aktuell 3.000 US-Dollar. Wir haben es aber schon in den letzten Wochen erwähnt gehabt, Fonds hat Potenzial. Schaut euch das Projekt auf jeden Fall an. Seht es rational, nicht emotional. Und ich denke, das war's zuvor. Andi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast ja immer gut gegenüber vorgesprochen. Deswegen, ja. Ja, die hat sich auch nichts geändert. Cooles, transparentes Team, geiler Marktplatz, coole Entwicklung. Fehlt es halt auch an Marketing. Ich denke, da werden sie ein bisschen dran feilen. Sieht man ja mit solchen Artikeln. Ja. Eins muss ich noch loswerden und dann holen wir uns den Louis rein. Ja. Ich hatte ja vorhin den geschickt zu Frau Lagarde. Wer sie nicht kennt, die Chefin der EZB. Wen das interessiert und wer Twitter hat, kann da nochmal seinen Senf drunter hauen. Die hat im Prinzip, ich weiß gar nicht, hast du es offen? Nee, habe ich leider nicht offen. Nee. Ja, also jedenfalls, guck mal auf Twitter, EZB, ECB, die hat irgendwie gepostet. Können wir gleich mal sehen, EZB. Nee, ECB, also international, mit C, European Central Bank, ECB. Ah, okay. Da ist sie. Und ihr müsst ein bisschen runterscrollen, glaube ich. Das war gestern oder vorgestern. Das ist ein schönes Video. Haben wir das? Da, oh, der sie ist. So, und dann gehst du mal, klickst mal oben drauf auf den Text. Und dann siehst du die Kommentare. Genau, da klick mal drauf. Also, sie hat versucht, die jungen Menschen in der Europäischen Union zu fragen, was ist denn eure Zukunft, Jungs und Mädels? Und was wollt ihr denn in Zukunft? Wie seht ihr dann die zukünftigen Zahlungen? Sie als EZB-Chefin möchte doch gerne wissen, was los ist. Und dann die Kommentare, der Knaller. Also lest es euch durch. Es ist wirklich, also ich habe sehr, sehr stark geschmunzelt. Klasse Sache, wirklich. Bitcoin, 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 überall Bitcoin. Ja, du kannst dir die Kommentare, kannst du noch mal ein bisschen runterscrollen. BTC, bei BTC. Bitcoin, Gott. So, das ist die Europäische Zentralbank, die Kommentare. Ich glaube, es waren über 500 oder 600 Bitcoin-Kommentare. Und also ist wirklich cool. Guckt es euch an. Könnt ihr sehr schelmisch lachen. Sind auch viele geile GIF-Bilder drunter von der EZB, von ihr. Ja, da gibt es immer ein bisschen Feedback. Genau, das war ein kleiner Lacher. Heil Twitter, ne? So. So, geil, okay. Ja. So. Der Thomas ist auch da. Eins der okay, denn we switch vom Deutsch zu Englisch. welcome, Louis. Hi, everyone. Can you hear me? Yeah, Louis. How is it going, man? It's a long time that we didn't talk about PolisPay, and I hope you're doing fine, man. I'm just glad you took your time today because, I mean, this is Luis Correa. He is... he's a PolisPay developer, he will talk about PolisPay, what's going on with Polis and exchange listings and the development and so far and so forth. I mean, if you have any questions, type it in here in the comment section. I mean, he's taking his precious time. First of all, Luis, how's it going? How are you? It's a long time I didn't see you. Yeah, as good as we can be being on quarantine, but yeah. Working really hard on all of the Poly stuff and incredibly excited to be here with you today. Yeah, likewise. We have some questions for you. And first of all, for these guys who don't know PolisPay, let's explain you a little bit in a few words. What is PolisPay in order to understand the topic of the conversation? For sure. So, okay, Polis is the current project for the Polis blockchain project. I'm sorry, the current protocol and coin. So our token is Polis. It's a masternode and proof of stake project. So it's very easy for people to come in and start getting, I'm sorry, it's really easy for people to start having Polis and start generating income with that. We have been around since 2017. And we started as a kind of Dash fork. So that means we initially took the Dash code and made a few modifications and pushed it to exchanges and so on. So that's how Polis started. Over the years, it has been evolving.
The Polis developers have been adding a bunch of code on top, security and maintenance updates. We started as a proof of work coin, but then we changed to proof of stake up to this day. And so, yeah, we have been doing a lot of work with the coin. It's been growing a lot since its beginning in 2017, and we're really happy with the project right now. So then it comes Polis Pay, because we figured that in order to be a successful project, we needed to bring a lot of real life use cases to the project. So in that sense, Polis Pay was conceived, and it's an application, an app. You can download it for phones, for your computer. It's a light wallet. It not only supports Polis, but other coins. And it brings real life use cases for every single coin that's listed on the platform. We have a gift card functionality when you can pay for services. Mainly you redeem them over an online portal or something like that. You can pay for Netflix, for Amazon gift cards, so that you can use it online. We're soon to release Shift, which is another functionality that allows you to fastly change from one coin to another. There's some limitations, but overall the service, you can define it like that. And of course we have the ePay card. It's a way for turning your crypto into money. Yeah, I have the ePay card. Wait a second. Yeah, so that's pretty much what the functionality the Polis Pay app has. And of course it's very tightly. I hope you see it. Here it is. ePay. yeah, ePay. it's very tightly related to Polis, and of course, I would say if you have Polis, this is the main place to use them in real life. Yeah, definitely, because I saw Polis the first time in 2018, and now you guys grow a lot. I mean, we did a lot of research and videos and stuff like that, but I'm really, really excited about what's happening in the next months. But let's talk about first about development and what's going on and what we can expect with Polis 9.0. I mean, what we really can expect, because if we have, for example, the wallet, what can we do? I mean, can we buy gift cards, swapping coins and stuff like that? I mean, it can be really interesting, right? Yeah. So of course, we are very close to releasing version 9.0 of the app. This will be a huge update. That's the version increment. Right now we're at 8.6.2, I think. So Polis Pay, with version 9.0, we are focusing mainly on some of those minor issues that have been on the app since, the beginning of version 8. Some of them are regarding users who receive Masternode rewards on the app. Sometimes you cannot withdraw your funds from a mobile app and you have to use the desktop one. So a lot of those annoying issues will be fixed. We are also, I would say, the most notable change, the biggest one, will be a small visual revamp. We have been studying how to make the app easier to use, more intuitive for new users to start purchasing gift cards, to start. Nice. So we're working on a lot of features. For example, you will be able to select your favorite product from the gift card section, which is something you have not been able to do previously. So small changes like that make up a better experience for everyone that's trying the Polis Pay app are the ones that are being considered for version 9.0, a small overhaul of the main interface. And of course, all of those minor patches for specific coins or for specific use cases that the app needs to handle in a better way, we are working on them too. Sounds really good. I mean, the next question is, Luis, what is the biggest challenge for Polis Pay and how you can solve it? I mean, there are a few apps out there. We can buy gift cards or stuff like that. What is the biggest challenge for Polis Pay in the near future? For sure. I think there are two. I would talk from one from the, I would say, marketing side standpoint and another one from the technical. I would say the marketing standpoint would be we really need to focus our efforts on Latin America right now. It's a market that, although it's one of the countries, well, not countries, regions where we are thriving the most right now, it's like our third region of interest. We have like really, I would say, awesome plans for this region in the future. And of course, there's like
I would say there's a lot of work to be done in marketing wise for users over this region to start using the app more frequently. We want to make it the primary the primary center of all Polis Pay, and of course that's an issue. And of course on the technical side, we want to make our process faster so that, for example, Shift is a feature that has kind of been delayed for a few months and so on. So we want to streamline some processes on the way we integrate new coins, new listings for coins that we need to sort out. And we have been doing a lot of great steps in this direction, but of course, there's still a lot of things to do in this regard. And that's some of the things that we want to improve for Polis Pay. Okay, nice. My question is, Luis, because I'm here in the Dominican Republic, you guys will start first of all with Mexico, or is there a possibility to connect South America and Latin America just for the debit card? Because you wrote a Medimode article and you said, hey, we are in negotiation with it was Visa or MasterCard? I think Visa, right? Yeah, Visa. Isn't it? Yeah, with Visa. So it's basically starting, first of all, with Mexico or with the whole Latin America countries? We will start with Mexico, but we have the opportunity from start to use in all Latin America. So yeah, we will be present in a lot of countries from Latin America from the start. And then we of course, can, I mean, of course, with this type of business, as soon as you start making a reputation, a brand name, as this type of, I would say, card providers see that you are making progress in terms of sales of the cards and so on, it becomes way more much easier to start thinking about expanding to other regions, to other continents, makes sense. To other, yeah. Definitely, yeah. You need, first of all, establish something in Mexico, and then if you do your operations good, then you can expand. Because I think Colombia, Venezuela, it's a huge demand for cryptocurrency. I think there are nice countries to do business with it. But first of all, you guys need to establish first the volumes, the transactions, and then we can go on. I mean, this makes sense for me. And let's move on with the merchants, because I mean, we have cryptocurrencies that are accepting worldwide, for example, I mean, Bitcoin and stuff like that. So to survive in the cryptocurrency space, I don't know if you agree with me, but we need merchants, right? So we need acceptance. So what's your goal regarding the merchants for this year, for the next year? I mean, how would we want to grow with the merchants? Sure. Right now, I mean, it's obvious we want as much merchants as possible accepting Polis worldwide. Right now, there's not a specific goal for this year in terms of amount of merchants that we want to get in, right? The goals for the, there's a, well, with the new DAO system, there's like a adoption DAO manager. It's Frank, you can, you know about him. The main goals for this year regarding this topic of merchants would be to get all the technologies ready, because most of those technologies, we are making them firsthand. We have been working really hard on getting these technologies as soon as possible, but there's the thing with Olympus. We need Olympus to make some of that stuff happen. Obviously, we have been talking with a lot of merchants worldwide. Frank has done an amazing job in this regard. There's currently a list of people that are willing to accept Polis and Olympus as soon as it gets released. Before we can start talking about goals and so on, we believe that we have to have the technology ready, measure its capabilities, and then we can set realistic goals for adoption. And of course, if anyone has the intentions of accepting Polis and so on, I would suggest them to contact Frank, because we're building a kind of a merchant list to be in I would say constant communication with. I mean, it makes sense. We first need to build it, right? The blockchain, all the consensus. But it makes sense, really, what you're saying, actually. But the point is, actually, we see the low volume of Polis, right? We need to be honest with the community, right? Yeah. So
to get bigger attention, I mean, from the masses, from the bigger investors, I will say, what should we improve on Polis Pay? What should we improve with Polis? What's the key success for to get a bigger attention? Maybe a bigger exchange? I don't know. I'm asking you. I mean, that's a really hard question. I believe bigger exchanges is part of it. I think there's a lot of work that needs to be done before talking about listing on other exchanges and so on. I mean, bigger exchanges. I would say that having healthy and stable markets, it's one of the first steps that the community and the project should be thinking before we move to considering listings and so on. So I would start there. I believe that for Polis to be a bigger project, to grow in the way that it deserves, we would need to start seeing more healthier markets. And of course, this is like a very complex situation because you need people selling, you need people buying. Of course, we need to make the project known to a bunch more of people. So there's a marketing component to that. Also have the strange situation where a lot of the coins are held in masternodes. They are locked. So there's also like not that much liquidity over the network. So it's a very complex question to answer, but yeah, I would say that healthy markets, healthy and exchanges, and of course, I used to say that a healthy consequence of this would be like listing some better exchanges, attracting more investors, and yeah. Yeah, definitely. Only time will tell, I would say. As always, time will tell. Definitely. All right. So we talked a little bit about Polis Pay, and now we switch a little bit more on the technical side, because you guys are launching in the next weeks, Olympus. I hope so, in the next weeks. So first of all, what's going on with Olympus? I mean, can you explain in a short words what Olympus is? Because some people see your screenshot over there. I mean, your background with Olympus. Yeah. I say, hey, what's Olympus? What's all about? For sure. Well, Olympus is like a completely new re-implementation and code rewrite of Polis. We're using a lot of more, I would say, newer technologies, more modern, that allow for the code to be, I mean, from a developing standpoint, more maintainable, easy to modify, easier to play with. And we have a lot more flexibility because when you're talking about maintaining a fork, it's really hard to make changes without harming legacy code and so on. So you have to be much more careful. This is especially notorious when you're trying to modify something for your project and it essentially breaks like a way that the previous code worked. So with Olympus, we practically rebuild that code. We rewrote it from scratch. And that's giving us a lot more flexibility to do what we want to do with the new coin. We're implementing some things that are unprecedented, and we are taking some of the, I would say, the most useful technologies that we can see in other projects, such as Ethereum, Bitcoin, of course, and Dash. We're taking bits of parts of their, I would say, their protocols and their all of the security implementations that surround them, and we're making our own thing based on that. Creating your hybrid monster, right? It's like that. Our own Frankenstein. That's the easiest way to put it. Yeah, I'm looking forward to see Olympus very, very soon. I mean, when is Olympus kicking in? I mean, when is the first time we can see the wallets? I mean, we can test it. When can we expect it? Okay, so yeah, this is always tough to answer because when we talk about ETAs and so on, people get really sensitive about it, but we believe that the Olympus testnet, which is like the first step in this whole process, will be ready next week, in 2 weeks, maybe 2 weeks. People will start to be able to connect to the testnet, to start playing with it. There will be a way of us granting them some coins so that they can play with them, build some validators, see how they perform. We are expecting the full release and deployment of the Olympus mainnet in late August or even I would say to late September. Oh, so that's nice. Time frame.
Yeah, because I mean, making a new blockchain is no easy task. If we didn't care about security, if we didn't care about network stability and tolerance to attacks, it will be much faster than it is being. I mean, with this sort of stuff, you always find new problems that arise. I mean, the code of Bitcoin is always getting new patches every week, so on. So it's a similar situation. We just want to make sure that everything that's critical is working perfectly, and then we can start handling the bugs that are present, but that may not be that harmful to the network. Yeah, maybe, because if you guys are doing a great job, maybe some coins will fork our coin. I mean, this is what happened with PIVX and with Dash. I mean, sometime. And this is my next question, by the way. Which benefits will we have with the Olympus protocol? Because let me say in 2-3 years, right? What do you expect? I mean, with the Olympus protocol, what are the benefits? What are the benefits for the community? Yeah, so of course, being its own, I would say, code base, it always attracts interest from other developers, from other security experts. So I believe that this is something good for the project to have more people have eyes on it, on the code, maybe contributing, which is something that we are open and that we encourage people to do, of course. I would say that's the main thing. With our project, you normally don't have like this sort of attention, because they are only a copy of other coins, and of course they have their own development, and there's nothing wrong with that. But in terms of gathering attention from I would say highly technical people, it's a bit harder. So I think that's one of the first. Of course, I would say the main reason we're doing this is because we want to implement our own ideas on the project. There are some ideas that have been spoken about what we can do, but there's nothing set in stone. We are focusing right now on deploying the network, and then we can start talking about our roadmap and the features that may roll out. Of course, I would say, and it relates a little bit to this last bit, the fact that the DAO is a thing now, it's a highly functional DAO system that a decentralized autonomous organization, for everyone that may not know the term. And it allows for the people and the DAO managers to kind of set the course of action of the whole project, because, and the thing that I want to say with this is that we as developers will not be in charge of adding features to the blockchain, because those will be decided at the DAO level, right? So maybe the DAO says, hey, it might be cool to make an exchange that works on the blockchain, right? So then the developers have to follow that if that gets voted. So I say that those are the three main things that make Olympus special, and that they will have an impact on how the project develops in the future. Sounds good. And which real problems will Olympus solve, I mean, in real life? Because, I mean, for example, there are some blockchains that they are scalable, like, you know, like Four. I think you guys are connected with them. They are really good developers, by the way. Yes. Which real problems will Olympus solve? That's my main question. I mean, it's maybe interesting. Yes, for sure. So, okay, so there's the main idea behind Olympus is to make it a payment solution, so that it is used mainly for payments. And of course, we designed the Olympus architecture and so on in a way that it is easier to implement ways to make the network able to process more transactions like faster, with a greater degree of certainty and security. So that's the main issue that we want to tackle, that to use cryptocurrencies as a way of everyday payment for common stuff, right? PolisPay goes a little bit in line with that. And also, I would say we have a strong focus on the governance, on the DAO. So we want to provide a project where all the information regarding the project development and the project decisions is transparent to the community, so that the community traders, investors know what they are getting into when they have contact with our project. And of course, the DAO governance and the reporting, voting, and all of those systems are in place so that the information is transparent to the public and they can help us
with their use, with their investments to grow the project. Sounds really good. I mean, my question is, it's not on the sheet, by the way. Where do you see Polis in maybe 2 or 3 years when the mass adoption kicks in and stuff like that? Where do you see Polis? Because you're a developer. I mean, you have a lot of faith in cryptocurrency. If not, you will be not here. But what's all the point about where do you see Polis in 2 or 3 years? I mean, this is my question. What's really interesting me? What's your point of view over there? Yeah. So, okay. I definitely in two or three years, you said, right? Yeah, 2 or 3 years, maybe 2023. 3 years. I would like to say Polis will be on CoinMarketCap, all those sorts of listings in the top 100, top 50 coins. I really hope to see it as the main go-to solution for online payments. I would love to see Polis being supported in all major, marketplaces as a payment method. And of course, I think that's what the whole Polis team is going towards to make Polis an important part of the spending behavior of consumers. And of course, we're seeing the world turning into crypto more and more every day. So I think that's a fair place to put Polis in as the main go-to solution, surpassing Dash in this regard. That would be great. Why not? Could. Everything is possible, huh? Yeah, and with hard work, everything is possible. So I definitely see Polis becoming that. Nice one. If you guys have some questions, type in your question because Luis is here. He is the core developer of Polis Pay, so he's taking his precious time. And the last question is, which exchange do you consider for the next listing of Polis? Because we see Polis on mid tier exchanges. I mean, what's the next bigger step for Polis? What did you consider it for? Okay. Yes. So I think the DAO business team here, Andreas is part of that team, and we are very grateful for his work. I think the next step for Polis in this regard would be to continue strengthening the business relationships with exchanges, with media, with so on, which it's some of the work that the DAO has been doing for the last couple of months, and they have gotten incredible results for the time. So I think that's the next step for Polis to keep building relationships, meaningful and value relationships with exchanges, with all of the crypto industry. And of course, this will ultimately and hopefully end in listings in bigger exchanges, in more reputable and I would say known exchanges with better trading pairs and with healthier volumes and so on. So I definitely think that getting listings on new exchanges is a core part of the work that the business team has been tackling. And I couldn't be anything but grateful with the work they have done. Nice one. I think there are some questions. Andreas, the people in the comments. Yeah, session, I also have some questions to Luis. Yeah. So all right. Luis, long time no see. Now you get serious questions for me. Okay. Yeah, so first of all, if somebody is outside watching this and he's a developer and he is maybe some skills. Regarding Olympus, so how he can join the team or how can he support? Is there maybe free space and some jobs to do? Yes, for sure. I would say the first step would be contacting me, of course, at my email, which is Elios. I don't know that name of that in English. Perfect. You don't know the email. That's cool. So contact him to gmail.com. You can write it in here in the comment section. Yes, send it here in the chat and Emanuele can post this. So basically you want to say if somebody's interesting in working on Olympus and he's a developer, what kind of skills he needs or what you would suggest? Yes, of course. So I would suggest to contact me over Discord, Telegram, email, whatever.
we would like to see like not properly a curriculum or some a resume or anything like that, but please talk about your experience, what you know to do, what you want to do, and of course some of the qualifications. I would I mean, there's no required things, but background in security, in distributed networks, kind of if you have experience with the Golang programming language, that's amazing because that's what Olympus is built on top of. So yeah, I would say those three are key. But what if you want to learn as well and you think that you can provide some value to the development process of PolicePay, of course there's plenty of work on a lot of areas because we also have to handle Trezor integration. We need to develop a lot of things on the side of Olympus, and there's definitely something for everyone. Okay, and how many people are now working on Olympus? Are there some Ethereum developers also take an eye what you are doing there? I don't think so. I mean, properly speaking about Ethereum developers, I don't think they have started to look at the code yet. But we have received like good comments from other people, and there's definitely people watching the repositories that Olympus is stored on. So yeah, there's people that have interest in the development of Olympus. Okay, and there was a question from the chat, is there the solution for Ledger in the future? So you talk about Trezor, is there Ledger planned? That's kind of a tough question because I was just talking about this topic with the team. And yeah, it would be great to get Ledger integration, but we have, based on our experience and so on, it's harder for Ledger to include code for other, let's say, for other projects that are not Bitcoin or Ethereum, right? So we will do whatever is in our hands to make the Olympus protocol available on as most platforms as we want. It's one of the key, I would say, columns of the technology DAO to make Olympus available on as most platforms as possible, and that provide value, and Ledger is definitely one of them, but there's nothing set in stone as of right now. Okay, and then my personal last question. So from a technical point of view, what is on your list for this year? So what are the major targets you have to develop, you have to solve? You mean Olympus-wise or PolicePay? Both. So Olympus and PolicePay. So what are the major targets? What is finished by the end of 2020? By the end of 2020, we would love to have, in terms of PolicePay, we would love to have the, of course, highly functioning shift environment so that you can shift between coins. There's that. There's also the fiat gateway that we are planning to include in the app before the end of the year. And of course, I would say there's a lot of new products that we are currently implementing in our services, and that the Bitcoin team is prepared to add to their APIs and to their store. So we also need to make some improvements in that area. I would say the main technical requirement for PolicePay to the end of this year would be to be as stable as possible, to have the least amount of tickets possible. So that involves a lot of bug fixing, a lot of code cleaning and so on. So I would say along those features I mentioned earlier with this whole app, I would say slimming process would be for PolicePay. And for Olympus, for the end of the year, what we want is to have a fully deployed main network for Olympus with the DAO and governance systems functioning. And perhaps we might include for the work of the end of the year, if there's enough time, of course, a few key optimizations and so on that we want to make to the network. Nice one. So it's basically pretty much it because we are 78 minutes live now. Oh, we need to finish one more coin, and we need to make a giveaway.
But if you guys have some questions, Luis is here, is taking his precious time. If not, he will be joining in the next weeks again, because Olympus is kicking in, and then we have some new cool stuff on Polis Pay, new gift cards. Maybe if everything goes well with the debit cards, we will see what's happening. But it's a cool project. I mean, you can check Polis on polispay.org. This is the main page, the homepage of Polis. And then you can download the Polis Pay app, and you can contact the whole team on Discord as you wish. Take your precious time for checking Polis, for checking out Polis. And Luis, maybe your last words. The last words. Yeah, so thank you everyone for joining. Thank you, Emmanuel and Andres, for having me. It's always great to be here and share a little bit of all of the things we do at the Polis team, now Olympus team. And of course, I would be happy to join you whenever you want me to be here. Yeah. Hey. No, likewise. I mean, you're always welcome here. And if you want to join, just join. And we are here every Friday. There's the last question from Technics Andrew Deluxe. Andy, maybe there's some. Yeah. So, Luis, thank you for your time. Again, maybe you have some last German words. I don't know how your German is going. And then you are free to join the weekend. And if somebody's really interested in developing, contact him via email. If you're interested to build something for Polis Pay and you are a developer, you have skills, or for Olympus, I know the team is open for new people and you can show your skills. Yeah, right. So, Luis, something in German? Tom, stop. Wie geht's? Wie geht's? Sehr gut. All right, yeah, Luis. That semester of German was worth it. Okay. Luis, thanks a lot. I appreciate your time. I mean, I wish you the best for the development of Polis Pay. And now we move on, because we have the giveaway the community is waiting for. Keep safe and be safe. And we see us in the next edition. You too, guys. See you later. Thanks, man. Ciao. Thank you. Ja, Luis. So, das war's. Der Luis, ne? So, und wir müssen jetzt noch schnell die anderen Sachen machen. Mensch, wir sind schon wieder viel zu lange live hier. Ja, genau. Wir sind jetzt schon zu lange live. Lass uns kurz BitGreen angehen, weil... Oh, was passiert hier? Hat den Screensharing gestartet. Ich sehe aber nichts. Was passiert hier? Jetzt sehe ich was. Aufnahme, Softwarefehler. Hm? Das ist relativ komisch. Okay. Ja, vielleicht will mein Rechner nicht, dass ich das ausführe. Oder was ist das? Ja, ziemlich komisch. Okay, das ist echt merkwürdig. Sind wir noch live? Das ist ja die große Frage. Ich weiß nicht, aber hier sagt es irgendwie Softwarefehler und ich kann hier irgendwie nichts mehr machen, ne? Ja, aber wir sind noch live, glaube ich. Genau. Also wir sind noch live, man sieht uns. Okay, also sind 23 Leute... Aber ich kann jetzt irgendwie nicht am. Ich kann jetzt gar nicht zugreifen, ne? Das ist echt merkwürdig. Auf was kannst du nicht zugreifen? Also, es ist irgendwie ein Softwarefehler. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich hier tun soll. Das ist das erste Mal hier vorgefallen, ne? So, ihr habt jetzt auf dem Schirm. Ja. Also, wir haben die Situation, dass du deinen Bildschirm nicht zeigen kannst. Geht nicht. Aber man sieht uns beide noch. Das ist doch das Wichtigste. Ja, richtig, aber irgendwie kann ich nicht zugreifen. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt mit der Verlosung weitermachen soll. Warte mal kurz. Ich warte. So, wenn ihr noch irgendwelche, bringen Sie Luis zurück. Sehr gut. Luis hat uns direkt eine verpasst und zack, der Computer ist kaputt. Ja, also wir haben es hier mit BitGreen, und zwar, ich zeige es euch nicht mein Bildschirm, weil ich es irgendwie nicht kann oder nicht darf, aber ich mache es ganz kurz. Wir haben jetzt eine Android... Warte ganz kurz, im Chat steht, Browser Cache löschen, im Task Manager Chrome beenden und neu starten. Das sollte helfen, kannst du ja mal probieren, vielleicht hilft das ja. Okay. Also unser Bildschirm sieht man nicht, oder? Ja, man sieht uns beide. Man sieht uns beide, okay. Also jetzt ganz kurz zu BitGreen, und zwar, es gibt eine Testphase für iOS und für Android. Also das heißt,
ihr habt die Möglichkeit, die App zu testen von BitGreen. Also das heißt, wenn ihr Interesse habt, bitte schreibt mir eine E-Mail mit eurer E-Mail-Adresse selbstverständlich, weil wir werden euch dann freischalten und ihr könnt dann Zugang dafür bekommen. Und dann gibt es noch die Seite Impact bzw. actions.bitgreen.org. Da könnt ihr praktisch auf der Seite euch direkt registrieren und die Actions dann eben mitmachen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr ein veganer Bürger ist und dafür für jeden gegessenen veganen Bürger einen US-Dollar bekommt, oder ihr macht etwas für die Umwelt und so weiter und so fort. Da wird ihr einfach vergütet. Ihr hinterlässt einfach eure BitGreen-Adresse auf actions.bitgreen.org. Ich werde jetzt mal versuchen, ob das funktioniert. Eine Sekunde mal. Wo ist mein Chat? Ich sehe nicht mal meinen Chat. Das ist unglaublich. Ja. Andi, vielleicht kannst du das mit reinstellen. Das ist wirklich... An dieser Stelle muss ich mich entschuldigen. Also es heißt actions.bitgreen. Aber jetzt kommt wieder das Komische, dass ich wahrscheinlich nichts posten darf. Actions.bigreen.org. Ich habe es gepostet. Guck mal, ob ihr das seht. Weil letztes Mal ist das immer nicht aufgetaucht. Richtig, also Browser-Cage löschen, ja. Es sind nur noch Bürger, um BitGreen zu unterstützen. Sehr gut. So, und es gibt dann natürlich die Möglichkeit, da BitGreens zu verdienen. Einfach die Adresse hinterlassen und dann geht's weiter. Also wie gesagt, BitGreen, richtig cooles Projekt. Demnächst kommt auch noch ein neues Listing. Desktop Wallet kommt raus demnächst. Also die sind wirklich sehr, sehr aktiv, die Jungs, was das Ganze angeht. Relativ spannend. Projekt hält sich relativ stabil, was das Ganze angeht. Also schaut es euch auf jeden Fall an auf masterfuls.online. Und ansonsten denke ich, wir wären für heute durch. Das Einzige, was ich, also ganz ehrlich, ich muss hier entweder raus, Andi, und mich wieder einloggen. Das ist die einzige Sache, was ich hier machen kann. Also du siehst dein Zoom nicht mehr, oder was? Also das ist echt komisch. Also das erste Mal, dass es passiert. Also ich werde jetzt einfach mal rausgehen. Und dann wähle ich mich wieder rein. Also bis gleich. Jo, mach das. Schließen. Mal sehen. Eine Sekunde mal. Du kannst ja kurz weiterreden, ja? Du bist ja noch da. Ohne www geht's, habe ich gemacht. So, öffnet jeder Browser. Sehr gut. Also jetzt sollte es angezeigt werden. Jetzt seht ihr mich groß, um Gottes Willen. Was macht die Kuh? Ja, die Kuh ist... leider nicht mehr unter uns. Die Kuh ist bei irgendjemand wahrscheinlich auf dem Teller gelandet. Also war ja nicht unsere Kuh, sondern die vom Nachbarn. Und die werden hier neben gegrillt. Ich weiß es wirklich nicht. Also was da mit der Kuh passiert ist, aber sie muht nicht mehr und ist nicht mehr unser Nachbar. Kommen aber bald neue, also ganz kleine. Und dann sind auch Bullen gegrillt. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, ich denke, das war, ich muss ihn eintreten lassen. So, lassen wir das mal. Mal, ob er wieder reinkommt. Bist du wieder da? Hallo? Warten wir noch. Andi, hörst du mich? Ich höre dich. Ja, perfekt. Also ich bin jetzt gerade über mein, warte mal kurz. Start Video. Also ich bin jetzt gerade über meinem Handy, weil Handy mein PC gerade neu startet. Ja, oder Smartphone, weil ich meinen Rechner gerade neu starte, weil da war ein kleines Problemchen. Irgendwie musste ich ein Update durchführen, habe ich nicht gemacht. Aber ja, ich denke, wir machen noch gleich weiter mit der Kryptoverlosung. Also an dieser Stelle möchte ich mich bei jedem Einzelnen, entschuldigen, dass wir so Sauerei machen. Aber an sich wären wir ja fast durch, Andi, mit den ganzen Themen. Ne? Also wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall Snowjam an, schaut euch Polis an, das sind richtig, richtig gute Projekte, die werden ja ständig weiterentwickelt. Das ist ja natürlich das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass sie weiterentwickelt werden. Und wir haben natürlich hast du es mal kurz zusammengefasst, Andi, was mit Polis P und Polis so auf Deutsch so passiert? Nein, wir hatten gerade über die Kuh gesprochen. Über die Kuh. Du kannst dich ja entsinnen, über die Kuh, die im Hintergrund immer sich gemeldet hatte. Nein, darüber haben wir gesprochen. Und ich denke, Polis haben viele verstanden. Wer nichts verstanden hat, ich habe ja die ganze Zeit auch im Chat nebenher immer noch auf Deutsch geantwortet. Also ich denke, es ist alles ziemlich gut erklärt worden. Wenn nicht, auch im Discord
gibt es einen German-Channel, da kann dann der eine oder andere auch noch Fragen stellen oder auch im Telegram finden wir auch eine Möglichkeit. Ich habe nur noch ein Off-Topic, was ich gerade, was wir heute auch noch hatten. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat und ob einer von euch, wie heißt das, Fortnite spielt. Epic Games hat tatsächlich es sich rausgenommen, Apple anzuzeigen, weil Apple zentralisierten Zahlungsanbieter Apple Pay verlangt für ihre Ingame-Bezahlung. Und Epic Games hat gesagt, das ist zentralisiertes Aufzwingen von Zahlungsschnittstellen und geht jetzt damit vor das Kartellgericht Epic Games gegen Apple. Das ist sehr, sehr interessant. Das könnte ein Meilenstein werden, weil wir wissen ja, dass es viele Updates gab bei Wallets, die müssen alle, dem wurde Apple Pay quasi als Zahlungsmittel aufgezwungen. Die haben sich nicht das getraut, aber Epic Games findet man auch auf Twitter, gerade richtig viel Action. Sehr interessantes Thema und Apple wird da gerade versucht, wird versucht zu knacken. Hoffen wir mal, dass das klappt, dass alle wieder den freien Markt von Apple nutzen können. Das ist interessant. Jo. Also ich werde mich jetzt kurz einwählen bezüglich dem Ganzen, dann machen wir kurz weiter mit der Verlosung und dann machen wir Schluss für heute, weil ich denke, da haben wir schon eine Menge gesprochen jetzt. So, jetzt könnt ihr mich alle wieder sehen, oder? Perfekt. Ja, also jetzt haben wir eine Doppelkamera, ne? So. Und wir haben auch einen Doppelton, du musst dann ausmachen. Ja. Leave Meeting. Perfekt, also ich bin jetzt raus. So, dann lass uns weitermachen mit der Krypto-Verlosung, weil, ja, warte mal kurz, Bildschirm freigeben. Oh, der Host hat die Freigabe für das Teil Nemo-Bildschirms deaktiviert. Hast du es deaktiviert, Andi? Ach so, ich bin ja Host. Host mach das mal bitte. Und dann können wir gleich weitermachen mit der Verlosung. So, guck mal jetzt. So, ich hoffe, ihr seid alle noch da, weil ihr wollt ja die 500 Divis gewinnen, ne? Nur mal sehen. So, perfekt. Also das ist jetzt Episode 63. Wir werden jetzt mal diesen Link kopieren und wir werden mal auf YouTube Comment Picker gehen. Das machen wir alles live, damit hier nicht kein Schwindel betrieben wird. 22 Kommentare. Erstmal vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben sogar 2400 Abonnenten erreicht. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch wirklich die Nerven habt, mit uns mitzumachen. Und dann klicken wir mal auf Start. Wir werden mal sehen, wer der Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist. Mr. BLN007, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, hat er gewonnen? Warte mal. Muss jetzt gucken, wann das letzte Mal gewonnen hat. Der Mr. BLN hat letzte Woche schon gewonnen, weil der hat ja geschrieben gehabt, falls ich die 500 Divi wieder gewinnen sollte. Ne? Dann machen wir Folgendes, und zwar, wir haben ihn ja schon drangenommen. Ich picke einen neuen Winner aus, beziehungsweise einen Gewinner, Gewinnerin aus. Der Mr. BLN hat schon mal gewonnen. Wir möchten ja. Smain Busalia, herzlichen Glückwunsch, du hast die 500 Divis gewonnen. Happy Earnings, mach was draus. Und jo, ich denke mal, wir machen weiter mit der neuen Verlosung, weil es gibt wieder knapp $40 zu gewinnen, 500 Divis. Und zwar like diesen Stream, kommentiere mit, ich möchte 500 Divis plus deine Adresse, teile diesen Stream, abonniere meinen Kanal und wenn du gewinnst, bekommst du auch ein gratis Credit oben drauf. Unter diesem Video findest du natürlich den Link zu Crypto Selfmade, da kannst du deine Masternode für einen gratis Monat hosten. In diesem Sinne war es von uns. Erst einmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr jedes Mal liked, kommentiert und weiterteilt, also diesen Link weiterteilt, weil wir sind jedes Mal 85, 90 Likes. Das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Wir machen das natürlich ja, mit Darf ich ganz kurz was? Ich weiß nicht, ob du den Chat offen hast. Der Mr. BN007 sagt gerade, er wollte das einem Michael spenden. Jetzt weiß ich ja, das ist der Michael, der CEO von, wie sagt man? Warte mal kurz. Das ist der CEO von Michael von vor. Ja, ja. Macht doch nichts. Der wollte das spendieren. Ja, keine Ahnung. Ich will mich da jetzt nicht einmischen. Ist auch okay. Einer hat gewonnen. Du hast gelost. Boah, ja, okay. Das ist mein Busali, der kriegt dann die 20, beziehungsweise die 500 Divis. Jo, an dieser Stelle würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nächste Woche geht es weiter, ohne diese Problemchen hier. Und was gibt es noch? Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, Andi.
lasst einen schönen Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert auch Andi seinen Kanal und nächste Woche geht es weiter mit den nächsten News. Genau. Wie gesagt, Maßrotmarkt ist im Aufschwung. Wir sind fast bei 2,3 Milliarden US-Dollar Market Cap. Also da gibt es, ja, das Potenzial ist groß. Schaut euch die Projekte an und entscheidet rational. Andi, was willst du sagen? Ja, ich will ein schönes Wochenende wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, ihr könnt Fußball noch genießen. Keine Ahnung, ich denke mal, da gibt es morgen noch was. Übermorgen Champions League läuft ja irgendwie. Und war cool. Danke an Technik Center Deluxe für die vielen Fragen. Heute war sehr aktiver Chat mit vielen Fragen. Habt ihr Vorschläge oder Anregungen, dann unter dem Video kommentieren. Bis dann und schönes genau. WE. Wer sich noch im Inner Circle dann noch mit, sagen wir mal, anschließen möchte, wir haben noch einen Inner Circle bei uns, Secret Infos zu Masternodes, der soll sich gerne beim Andi melden und seinen Crypto-Selfmade-Link nehmen und falls ihr euch aktiviert bekommt, ihr dann auch Zugang zum Inner Circle. Ich denke, da haben sehr, sehr viele Leute auch schon ziemlich viel Geld damit machen können. Deswegen schließ dich an, schreib den Andi an und wir sehen uns nächste Woche 21 Uhr. Vielen lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Stream. Bis bald, dein Michelin Network. Ciao, ciao. Ciao, ciao.